Heute geht es um das Thema Hedonismus. Wir haben ein Zeitalter des Vergnügens erreicht und wir schlachten unser Dopamin. Wie viele Schuhe, Parfüms, Drogen, Beziehungen, Partys, Konsum kann ein einzelner Mensch ab? Laut Hedonismus alle. Hedonismus ist die Philosophie, Vergnügen zu erleben und Schmerz zu vermeiden. Hedonismus kommt vom altgriechischen Wort Hedone, das heißt Vergnügen. Der Schmerz, den du im Laufe deines Lebens erleidest, wird mit der Zeit mehr, dadurch, dass du einen gewissen Lebensstandard für dich selber als notwendig empfindest. Was meine ich damit? Beispielsweise, jemand, der Benz fährt, hat einen gewissen Level an Komfort, an Bequemlichkeit erreicht. Jetzt wird dieselbe Person, wenn du dieser Person erklärst, dass sie jetzt auf einmal Trabant fahren muss, natürlich eine große Art von Enttäuschung erleben. Das heißt, alles, was unter seinem erreichten Level ist, ist für ihn unangenehm. Nach der Logik wäre es natürlich so, dass du, wenn du nur kleine Genüsse in Kauf nimmst, auch nur kleine Rückschläge im Leben erleidest. Also wäre nach der Logik hier abends ein kleines Bierchen okay. Laut der Logik. 2012 hätte man dazu YOLO gesagt. You only live once. Du lebst nur einmal. Mach das, was du willst heute. Scheiß auf morgen. Nimm den Drink. Oder 8. Nimm sie mit. Und ihre Freundin. Das Pulver in der Nase, so läuft der Hase. Denn morgen kommt nicht, oder? Der Philosoph Epikurios, welcher wahrscheinlich Hedonismus als erster lehrte, meinte selber, das Erfüllen von sinnlosen Bedürfnissen ist der Weg zum Miserabelwerden. Ein Mangel an Dankbarkeit für das, was du bereits hast, ist das, was dich komplett vernichten kann. Robert Nozick hat ein Gedankenexperiment erstellt, bei dem er Leute gefragt hat, ob sie lieber an eine Maschine für den Rest ihres Lebens angeschlossen sein wollen, welche nur Vergnügen spüren lässt, oder unser aller jetziger Realität mit all dem Schmerz, Höhen und Tiefen. Und alle haben ausnahmslos geantwortet, diese Realität. Denn ein gefaktes Leben zu leben ist an sich sinnlos. There's no road to happiness. Happiness is the road. Das ist ein Zitat von Buddha. Ob das, was Buddha jetzt sagt, meiner Meinung nach immer richtig ist, ist was anderes. Aber in diesem speziellen Punkt hat er recht. Je mehr du dich auf das, was du haben willst, fokussierst, anstatt das Hier und Jetzt, desto mehr wirst du Enttäuschung erleben, wenn du es einmal hast. Oh, das war deep. Du kannst natürlich auch nach der Philosophie lebe durch das Schwert, sterbe durch das Schwert leben. Bert Budge Baskin, Mitbegründer von Baskin Robbins, starb am 24. Dezember 1967 an einem Herzinfarkt. In der Dokumentation Super Size Me für John Robbins, Bert's Neffe, sein Tod auf die Menge an Eis zurück, die er in seinem Leben gegessen hat. Das heißt, er ist am Ende durch sein eigenes Produkt verreckt. Wenn man mich fragen würde, was die Lösung zu dieser Problematik ist, die viele Leute heutzutage erleben, in denen sie sich mit Drogen vollpumpen, viele Nächte draußen verbringen, die tollste Phase in ihrem Leben 2016 hatten, okay, 2016 war wirklich fresh an sich, ja, aber immer wieder Rückblicke haben, wie toll ihr Leben damals war, das nächste hoch zu erleben und das zu übertrumpfen und zu übertrumpfen und zu übertrumpfen und so weiter und so fort, ist meine persönliche Meinung, man muss das Vergnügen einfach nach hinten schieben. Auf Englisch sagt man dazu Delayed Gratification. Das bedeutet, je mehr du die Glückseligkeit nach hinten verschieben kannst, desto mehr wirst du dann auch belohnt. Beispielsweise diese Leute, die jeden Tag feiern, Drogen nehmen, exzessiv und ihr Best Life auf Social Media und überall leben, das sind teilweise mit diejenigen, die mit am allertraurigsten sind. Von Depression bis zu Suizidgedanken ist alles mit bei. Es gibt also viele Menschen, die der Meinung sind, dass auf jedes Hoch ein Tief folgen muss. Ob das so stimmt, ich weiß nicht, aber es macht Sinn, dass ein Dopaminspiegel sich irgendwann anpasst. Das heißt in anderen Worten, wenn dein Gehirn gewohnt ist, so glücklich zu sein, wird es irgendwann anfangen, wieder sich auf den Normalzustand zu begeben. Und dieses Feeling, dass dein Gehirn wieder runterfährt von diesem wunderschönen Zustand, ist wahrscheinlich schon zerstörend für einige. Das Beispiel mit dem Glück nach hinten verschieben ist simpel. Je länger du zum Fitness gehst, desto besser sieht dein Körper aus. Je länger du gesund isst, desto mehr Gesundheit erlebst du. Je länger du sparst, desto mehr Geld hast du. Je länger du an Projekten arbeitest, desto erfolgreicher werden sie. Das ist fast eine universelle Regel, bei der du sagen kannst, dass du, je mehr Zeit du für eine Sache investierst, im positiven Sinne, desto mehr wird das Ziel es wert sein. Kurz und knapp gesagt, du musst fokussiert bleiben, denn sonst ertrinkst du im Sog des Hedonismus.